Wir wollten studieren. Frei und ungehindert studieren. Darum forderten wir an diesem Abend eine freie Universität. Ein Ausschuss von Wissenschaftlern, Politikern und Studenten soll den Plan der neuen Universität vorantreiben und verwirklichen. Zuerst hatten wir nur dieses kleine Haus. Und darin nichts als leere Räume. Mediziner, Juristen, Volkswirte, Philosophen kamen. Viel mehr, als wir für den Anfang aufnehmen konnten. Darum musste eine Auswahl getroffen werden. Die Zulassungsprüfungen begannen, bei denen die Parteipolitik keine Rolle spielte. Professoren hielten ihre ersten Vorlesungen. Oft bei Kerzenlicht, denn abends war Stromsperre. Wir hatten auch noch nicht genügend Bänke und zogen mit unseren Stühlen von Vorlesung zu Vorlesung. Denn wir waren froh, überhaupt studieren zu können.